Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Captive 2. Genau. Also dein Wasserbecken sollte ready sein. Ich denke, das ist ganz okay Größe. Okay, ich bin unterwegs nach oben. Ich lasse da meinen Scheiß in der Kiste. Also, jetzt gehe ich runter und hol mir die Wein. Ja. Reicht ganz sicher nicht um. Also, das ist definitiv nicht genug für deine Leiter. Ach, beziehungsweise, warte mal, die wächst doch, oder? Ja, genau. Ich hol mir eine und dann, Hol ja, dir dann alle, die warte noch da ich. sind. Ich habe ein oder zwei noch zu wenig kaputtgeschlagen, aber wenn die sich eh Ich habe vermehren. einen Enderman angeguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob er schlau war. Gott, das ist mein. Ich höre es. Die einzige sichere Ecke ist die, in der ich stehe, falls sie überhaupt sicher ist. Der. Aua. Bogen. Oh, da ist er. Hi. Die ist nicht so sicher, wie du meinst. Er ist tot. Die war aber nicht so sicher, wie du meintest. Ja, er hat mir keinen Damage gemacht, aber dir schon. Ich habe keine Enderperle, tut mir leid. Und ich höre immer noch so ein Geräusch, aber ist das nicht der einzige Ja, gewesen? das ist ein freaking Sterbensound. Oh. Das sollte man Oh, da bist du ja. eigentlich erkennen. Was habe ich Bin nicht gesagt? gekommen. Shift B? Nein, STRG B? Ja. Ja. Löschen. Habe ich irgendwas, was du brauchst? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Du warst Oder jetzt willst du meine Eisenhacke haben, wenn du jetzt eh noch weiter buddelst? Ich habe ja schon eine. Also dann. Behalte ich meine. Du gehst ja jetzt angeln, das war ja dein Desire. Ja. Ich lasse alles in. Warte mal, habe ich einen Quickstack-Button? Nee, ich habe nur Sortier-Button. Quicks. Ja, aber du klickst dir doch eh recht schnell rein, also warte mal. So. Okay, wo waren die Vines? Noch eins weiter runter. Hier in dem Bereich waren die. Ja, hier hängen welche an der Wand. Nehmen wir die hier drüben. Okay, klatschen wir die eine Ranke wieder hier hin, dann wächst die wieder. Und nehmen wir die eine mit nach oben und platzieren sie schon mal, damit sie die Stunden, in denen wir uns hier unten ver in denen ich mich hier unten verbergen werde, hochwächst. Wo war nochmal der Hochweg? Ja. Immer wieder aufs Neue. Hier? Ah, ja, hier. Oh, ein Becken. Okay, Naja. Kühe. Aber das Muss erst Problem mal ein versuche ich bisschen. ja jetzt mit der Wein zu beseitigen. Dann ist es ein gerader Weg, den man runterrutschen kann. Warte mal, ist das Becken etwa tief? Es ist vier Oh. Blöcke tief, wenn ich richtig Oh, gezählt habe, cool. oder Das nicht? hat Also 4 mal 4 mal 4. richtig viel Mühe gegeben. Krass. Joa. Hast schon gute Fische gefunden? Ja, noch gar keinen. Ja, Blubbert die läuft. ganze Zeit. Muss ich irgendwann rechte Maustaste drücken? Dein Scheiß Ernst? Nein, es hat noch gar nicht geblubbert. Aber ich denke, das war richtig, rechte Maustaste zu drücken. So. Oh, cool. Ja, okay, das war der richtige Moment. Ich krieg's hin. Ich habe einen Fisch. Das ist schön. Ja, Hoffentlich ich kriegen. komme mit 8 Stück runter Also und wäre dann. gut, wenn wir da Bogen kriegen und vielleicht noch verzauberte Bücher. Kann das alles da rauskommen, oder was? Ja. Okay. Okay, wo baue ich das jetzt hin? Aber ich habe ewig. Das größte Problem ist, ich muss sicherstellen, dass da nichts reinkommt. Okay, ich baue es nicht direkt an den Quarzblock. Ich baue es hier unten an den Sandpiller dran. Und zwar. Ach so, das wäre unterm Quarzblock. Warum ist der nicht in der Mitte? Okay, ich guck mal, ob wir in der Kiste noch Sand haben, weil dann baue ich mir noch mal einen Sandpiller hier hin. Kann es sein, dass man manchmal gar nichts bekommt, oder heißt das, dass mein Timing scheiße ist? Ich bin Weil mir es kommt XP unsicher. raus. Ich meine, ich krieg XP, ich hör's. Okay, ja, gut, dann wird das schon passen. Nervt mich aber, wenn nichts kommt. Weil ich weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, soll ich es noch größer machen?
Nö. Tiefer cool ist aber nicht, Mara. Sonst regnet sie unten rein. Okay. Jetzt kam ein Fisch. Oh, ein anderer Fisch. Okay, in welcher Richtung will ich es runterwachsen lassen? Nehmen wir ja die da. Also du willst Ach, Leute, nicht ist da nichts mehr. Auf die Holzleiter warten, die ist dir egal. Was? Naja, wir haben ja quasi schon eine Leiter. Die geht aber glaube ich nicht bis ganz unten. Nein, und ich dachte du buddelst dann dort weiter. Aber was? Ist egal, du Nein. kannst auch direkt in der Mitte eine machen. Ich mach, genau, ich mach hier meine eigene. Die dann... Ja komm, ich mach's doch, dass es um die eine geht. Muss ich nur eben kurz... Erstmal, oder... Ja, wenn es Falltüren gäbe, die nicht aus Holz wären. Das Ding ist, wenn ich hier ein Loch habe, habe ich zu viel Angst, dass hier wer runterfällt. Also von den Tieren, nicht du. Du runterfällst, ist mir das egal. Und es ist einzäunen. Ich platziere da einen Seelensand, weil den kann man mit der Hand abbauen. Alter, okay. wir haben Blöcke, die nicht fallen. Die leicht abbaubar sind. Mhm. Alter, was soll das? Plötzlich auf zwei auf einmal gleich. Okay. Ranke, du bist dahin. Du wächst jetzt bitte den kompletten Sandpiller runter, ja? Aua. Ich manchmal. Ich glaube, meine rechte Maustaste hat das Problem, dass ich nur wieder doppelklickt. Ich frage mich, ob das schlimmer ist als das, was meine Maus macht. Meine Maus kann nicht gedrückt halten. Die linke Taste. Gerade in Minecraft ist mir das jetzt wieder negativ aufgefallen, wenn man Blöcke nur so abbauen kann. Also die linke, wenn die linke Taste in irgendeiner Form nicht geht, ist das definitiv schlimmer, als wenn die rechte Taste nicht geht, würde ich sagen. Ja. Das ist ja, ich muss halt ja. mit dem Finger woanders hindrücken, dort funktioniert es dann noch, aber nicht dort, wo ich normalerweise hindrücke. Also ich mache jetzt ein Loch bis nach unten, nicht reinfallen bitte. Ja. Also ich kann von mir aus unten Wasser hinmachen, wenn ich fertig bin, dann ist es vielleicht nicht ganz so fatal, wenn du reinfällst. Vielleicht sogar dann deine Fische. Im Plugtail habe ich Zielen und Werfen auf mittlere Maustaste. Weil mit der linken Maus, dass ich es einfach nicht geschafft habe, lang genug gedrückt zu haben. Da ging es wirklich gar nicht. Oh mein Gott, das ist ein Loch! Ich habe noch kein Wasser platziert. Da stand aber keine Todesmessage. Bist du sicher, dass du tot bist? Nein, ich sage noch. Also, wir brauchen ich muss jetzt erstmal die Gegner, die wir hier in dem unteren Areal haben, beseitigen, weil. Ich habe unten in diesem Dungeon. Ziemlich viel ausgeleuchtet, aber du meinst jetzt noch weiter oben, oder? Au. Okay, das habe ich gehört. Ich weiß das. Oh, warte mal, das sind ja noch mehr Creeper. Dumme Frage, aber wie soll hier was anderes rauskommen, außer Fische? Weil nur Fische gehen jetzt machen. Mensch, Skelette, zündet doch nicht immer die scheiß Creeper an, Mann. Gott, Alter, zumindest wieder ein Bogen. Oder war das so ein Fall? Ich dachte, ich hätte einen Bogen gesehen. Mein Gott, schubst mich nicht ins Wasser jetzt. Nervige Kuh. Oh, Alter. Okay, die Creeper haben ein bisschen abgebaut. Das, ja. Das schaut jetzt aber hier okay aus. Gut, wo ist denn das Loch, was ich gemacht habe? Ah, genau da. Da ist klar einiges. Okay, dann essen wir ein bisschen Pilzsuppe.
Und ich grab mich hier mal zwei breit runter. Kann ich eigentlich zoomen? Kann die Map umstellen. Okay, keine Ahnung, ob ich zoomen kann. Vielleicht nicht. Naja, wird schon wachsen. Wir haben noch einen Apfel, oder? Mehr als einen Apfel. Das heißt, mit genug Gold-Nuggets brauchen wir gar keine Gold-Ohre mehr. Das heißt, wir brauchen nur 9 mal 8 Nuggets. Ja, okay. Oh, ein Pufferfisch. Witzig. Ich habe bisher nur Fische bekommen, Dennis. Nichts anderes weißt. Okay, das ist ein bisschen schade. Ich meine, ich habe ja den Impact-Client noch. Also notfalls kann ich mich da irgendwann mit Autofishing hinstellen. Dann kann ich da auf K stehen. Ah, okay. Ja, das ist cool. Wie OP. Warte mal. Ja. Da liegt Zeug unter Wasser. Lass mich mal kurz gucken. Oh mein Gott, da sind ja ein Haufen extra Fische. Ach so. Dann stand ich vorhin einfach nur so dumm, dass die nicht angekommen sind. Dass dir das aber auch nicht auffällt, dass da einer spawnt und nicht zu dir kommt? Ja, hab ich nicht gesehen. Ich habe ja gesagt, da ist einfach irgendwie nichts, aber ich habe XP bekommen. Ah, anscheinend war da doch was. Ja, anscheinend war da was und du warst einfach blind. Au. Ja, gut, dass ich mich woanders hin bewegt habe. Da runtergekommen. Alter, boah, diese scheiß Spinnen. Die Tatsache des Tages. Nichtsdestotrotz, es gibt leider keine Bögen und Zauberbücher hier, tut mir leid. Hä, ich verstehe nicht, was du willst, aber okay. Du hast gesagt, Bögen und Zauberbücher kann ich angeln. Ja, kannst du. Ja, kommen aber keine. Also ja, weiß ich sie nicht, werden schon irgendwann kommen. Sollten sie zumindest, ich wüsste nicht, warum nicht. Mit was für einem Prozent aus? Ich habe jetzt 3 Sorten von Fische und sonst nichts. Gar nichts. Ich meine, wann muss ich die anderen reinholen? Vielleicht. Wenn er einmal mit Luck of the Sea haben oder so. Okay. Ich mache jetzt mal noch so, bis die Angel halb tot ist. Und dann hole ich uns eine Border-Erweiterung. Was, du holst uns eine Border-Erweiterung? Ja, ich muss doch nur einen Fisch brutzeln. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du uns eine Border-Erweiterung holst. Ich habe rauen Fisch, rauen Salmon und Pufferfisch. Braucht man den für irgendwas? Pufferfisch, den kannst du glaube ich nicht essen. Also du kannst ihn schon essen, aber ist jetzt nicht wirklich empfehlenswert. Ist ein Achievement dafür? Nein. Vergifte dich selbst. Es gibt ein Achievement dafür, aber... Oh, die vier Baden. Ich hoffe, das versteckt die Fische nicht. Es gibt in den modernen, es gibt in den modernen Versionen Advancements für like, ganz viele Effekte gleichzeitig haben. Also es gibt da irgendwie zwei, eins für alle Effekte und eins für halt nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und alle Effekte gleichzeitig, das ist schon ein Akt, muss man sagen. Weil du musst dann so Dinge machen wie, ach mein Gott, Alter, ich muss da hinten mal ausleuchten irgendwie. Du musst da so Dinge machen wie die Gegner aus dem End in die normale Welt bringen. Weil anders kriegst du Levitation nicht. Du verstehst. Das ist gemein. Okay, ich versuche mal eben den Spinnspawner zu dismanteln, weil er einfach in meinem Weg steht. Alles klar, die Border geht größer. Halber Block. Also wieder so eine Scheißspinne. Aber das soll es doch jetzt eigentlich gut genug ausgeleuchtet sein. Da sollten jetzt keine weiteren mehr spawnen, hoffentlich. Ich habe mich eigentlich überall, wo ich war, bemüht. Au. Am Rand schon mal so gut wie möglich vorzubereiten. Sieht das zu dem Bereich gerade? Mein Gott, diese Pilzsuppen. Ja. Die Regeneration ist so lahm. Ich wusste nicht, dass das unterschiedlich schnell sein kann. Es ist, glaube ich, schneller in modernen Versionen. Warte mal, ist hier ein. Hier ist eine Kiste. Und hier ist wieder so eine scheiß Höhlenspinne. Die sind so scheiße, weil die überall reinpassen. Ja, das war.
Okay, die Ranke ist auch zur Seite gespreadet. Wusste nicht, dass die das auch macht. Aber sie ist am Wachsen. Ich dachte, das war beabsichtigt. Hätte ich jetzt einen Wassereimer. Ah ne, warte, deine Quellen sind nicht mehr unendlich. Dann nehme ich jetzt keinen weg. So, als hätte ich jetzt ein MLG gemacht. Mach euch irgendwo was Unendliches. Hä? Stört mich jetzt nicht. Was? Ich bin sehr verwirrt. Hä? Sag mal, bist du auf einmal da unten? Hä? Wie? Ja, schon die ganze Zeit? Ich sag einfach nichts dazu. Ja, nicht die ganze Zeit. Also auf einmal bist du in meinem Loch, in dem ich mich die ganze Zeit rumgegraben habe. Das ist eine Kiste! Scheiß. Mein Gott, Alter! 7 Goldnuggets und Sting! Warum musst du immer so nervig sein, Alter? Ich sterb da und dann heizst du dir die Lorbeeren ein. Du darfst das Schwert mitnehmen. Es ist das aus Herr der Ringe. Das heißt Ding. Du bist. Ich sehe die Spinne, aber sie kommt zu dir und nicht zu mir. Was merkwürdig ist, weil du noch viel weiter oben bist. Was? Die kommt zu mir? Ja, sie ist gerade nicht. Also, sie ist halt an dem Weg, der zu mir führt, vorbeigelaufen. Bin mir nicht sicher, was das heißt. So. Okay. Ist da sonst noch was oder kann ich da runtergehen? Mein Gott, Alter, du hast so die ganze Zeit Gegner und alles. Was machst du denn da? Warum bist du denn jetzt bei mir? Ich dachte, du angelst. Ich war fertig, hab's Achievement gemacht. Du warst fertig. Ich dachte, du bist erst fertig, wenn du Enchantment-Zeug daraus angelst. Ist denn möglich? Soll ich dich schlagen? Natürlich ja, nur weil du das behauptest. Das ist so! Ach, da bist du. Habe ich noch Fackeln? Nein. Das ist ja ein Skelett. Das schießt gleich auf dich. Warte, ich kann auch draufhauen. Cool. Und ist Ding ein gutes Schwert? Mein Gott, was willst du? Schwert heißt Ding. Nemesis ich mein, ist der Gliederfüßler. Okay, ja. Gegen die Spinnen hilft das vielleicht ein bisschen. Und ich gehe wieder hoch. Eigentlich dachte ich. Warte, was hier bist du doch gestorben? Oh nein, da ist ja ein Creeper drin. Oh mein Gott. Ja, ist es. Wo ist denn mein Ausgang? Der Creeper ist in irgendein Loch gefallen. Okay, cool. Freut mich für ihn. Ich weiß oder, nicht, warum oder, das Loch da war. Ich weiß auch nicht, welches Loch, Mann. Ich gehe jetzt. Ich bin eine Etage weiter oben. Wo führt der Gang jetzt noch hin? Oh, hier. Ja, auch nicht schlecht. Und vielleicht kann ich die Idee hier mal eine Fackel zu setzen. Ja. Okay, bauen wir die Kiste mal eben ab. Okay, ich habe offiziell keine Fackeln mehr. Ich baue Kohle ab. Das ist 18 Kohle habe ich, ich habe noch gerade kein Holz. Habe ich auch keins, aber... Das ist ja nicht so wichtig. Okay, ich weiß, dass hier irgendwo Spinnen abhängen. Über mir auch, okay. Sogar 2 Stück. Okay, da hinten ist auch einer. Diese ganzen Spinnenweben. Die droppen sich selber, wenn ich sie mit der Schere abbaue. Aber wollen wir überhaupt Spinnennetze haben? Man kann sie benutzen. Wüsste nicht wozu. Ich meine, man kann sie benutzen, wenn man fällt, um sie unter sich zu platzieren. Kann man aber eigentlich auch einen Wassereimer machen. Auch wenn es, glaube ich, einfacher ist, Spinnen. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Ah. Jetzt habe ich eigentlich das Eisen erreicht, was ich vorhin abgebaut habe. Okay, der Spinnspawner wurde erfolgreich ausgeleuchtet von mir, wie scheint. Das ist gut. Hier bei mir ist nochmal Eisenerz. Das ist auch gut. Das Holz sollte ich vielleicht auch noch gleich abbauen. Faden.
Okay, anscheinend ist nicht gut genug ausgeleuchtet, weil auf einmal eine Spinne in mich spawnt, Mann. Muss man eben Holz abbauen, sonst kann ich da gleich nicht ausleuchten. Kohle. Gold Nuggets für Golden Carrot, für Gold Ingot und für Glistering Melon. Ich nehme an, wir brauchen die Melone und die Karotte nicht. Wüsste ich jetzt, also für Braun vielleicht. Mein Gott, da unten sind noch mehr Gegner. Okay, ist jetzt hier soweit alles ausgeleuchtet? Also wir haben genug für 3 Gold Ingots. Soweit. Ich craft's jetzt aber noch nicht. Wenn sich die Border erweitert, könnte das dann aber wieder kritisch werden mit denen. Okay, bauen wir das ganze Holz mal eben ab. Die etwa echt ertrunken? Warum geht das denn? Was soll denn hier das angestellt? Ich sehe nur. Was? Wasser ist sie nicht. Ich habe hier oben nur eine Kuh an der Oberfläche. Und nicht dein Ernst. Keiner entgegengelaufen auf dem Weg nach unten. Nicht dein Ernst. Nicht dein Scheiß Ernst. Ja, doch. Es ist nur noch eine oben. Auf dem. Kannst du sehen, wo die hin ist oder so? Oh, nicht dein Ernst. Schnell. Ich habe mich TP'd. Das geht? / Game Mode Spectator. Okay, die Kuh ist hier. Sie ist auch das Einzige, was hier ist. Hier ist das Wasserbecken. Hau ich den Dead Bush mit der Hand ab? Ich glaube, mit der Schere wird er droppen, aber ich wüsste nicht, warum wir ihn brauchen an sich. Ist wohl nicht 100% das, was rauskommt. Ist die Pilzkuh? Ne, ist nicht 100%. Okay. Oh, 2 Sticks. Nice. Wo soll die hin sein? Du willst mir doch jetzt nicht wirklich sagen, dass die ins Wasser gesprungen ist und nicht mehr rauskam. Das ist doch, da kann man doch rausschwimmen. Können die denn ertrinken? Weil, immer was sonst, was soll sonst passiert sein? Du, aber die können doch schwimmen, das sind doch Kühe. Ja, das kann man von ihnen weißt wohl eigentlich erwarten. Weißt du was? Ich spawn eine, denke ich mir auch. Nein. Du testest das jetzt, oder was? Du kannst doch schwimmen. Du kannst schwimmen. Warte. Hä? Aber sie kann nicht bis nach ganz oben schwimmen? Wieso nicht? What the frick? Ich könnte schwören, die waren vorhin mal zu zweit im Wasser und eine ist ja rausgegangen. Na, so viel zu unserem Essen. Natürlich etwas schade, aber damit müssen wir wohl leben. Er schaffe Pil Kuh. Du willst mir nicht sagen, dass ich eine Pilzkuh nicht erschaffen kann mit einem Ei. Okay, dann machen wir es halt anders. Survivor / Spawn? Fragezeichen? Nee. Summon? Minecraft Doppelpunkt? Cow? Okay, das ist nicht richtig. Mush? Moo? Moo? Wie soll denn heißen? Oh, das ist jetzt natürlich witzig. Was machst du? Warum ist jetzt auf einmal die Border größer? Ich bin ins Wasser gesprungen, weil ich dachte, mein Fisch wäre unten geblieben, was auch stimmt. Aber da lag Leder rum. Boah, ich könnte dich umbringen.
Du willst mir doch nicht sagen, dass du das nicht gesehen hast, dass das da drin liegt. Sag mal, ist das Wasser bei dir etwa durchsichtig oder was? Ja, du. Das ist durchsichtig genug, dass man sieht, dass da unten Items liegen. Du hast da jetzt was reingeschmissen, richtig? Ja, das dreht sich doch. Ich erkenne nichts. Soll ich dir ein Foto machen? Es ist nicht sichtbar. Ich sehe nur Wasser. Du willst mich doch verarschen. Wie soll dein Wasser aufschauen, dass du da nicht durchsehen kannst, hallo? Hast du ein Texture Pack? Ich habe Standard Texture Pack. Oh. Vielleicht ist das du willst doch wohl nicht sagen, dass man in deinem Texture Pack nicht durch Wasser durchgucken kann. Ja, es ist schon... Also, ich erkenne irgendwo, dass da ein Boden dann ist und dass die Wände unterschiedlich farbig sind. Aber ich sehe hier keine Gegenstände. Oh, warte. Ah, aus der Perspektive hier geht's. Da dreht sich was, ja. Wasser wabert halt die ganze Zeit mit. Hier, ich habe dein Bild gesendet. Also in die Dingens. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, weil bei mir öffnet sich die ganze Zeit das Menü. Oh mein Gott. Warte, was? Ja. Ja, wenn ich ranzoome, erkenne ich es bei dir, aber ansonsten auch. Ah ja, okay, jetzt, wo ich weiß, wo es ist, sehe ich es auch, wenn ich nicht ranzoome. Aber auf den ersten Blick habe ich da gar nichts gesehen. Es bewegt sich doch, also wirklich. Das ist jetzt richtig kacke, weil wir haben jetzt ein Achievement, was wir eigentlich nicht haben sollten, weil wir die ja eigentlich nicht getötet haben. Dann ignoriere einfach den halben Block und baue nichts ab, was du jetzt... Warte, ist ja eigentlich eh genau die Hälfte, bei der nichts anders passiert. Ah ja, es ist scheinbar nichts Neues, aber es ist trotzdem doof. Ja, das heißt, sobald wir das nächste schaffen können, machen wir es absichtlich nicht, bis wir Kautipper nachgeholt haben. Summon Minecraft. So. Weißt du, ich hab's nicht instant zerstört oder so, weil ich mir nicht dachte, dass du da einfach reinspringst. Ich wollte meinen Fisch holen. Ja, ich ging davon aus, dass du merkst, dass es da drin ist. Ja, hab's nicht gesehen. Und dass du mir dann sagst, ey, das ist da drin, hol's mir mal raus oder so. Hat die zwei gedroppt oder war das dann noch von der ersten Kuh? Das war die andere Kuh, die ist da wahrscheinlich schon seit einer Weile tot. Ja, das müsste weg gewesen sein, weil ich bin ja runtergeschwommen. Also okay, wir müssen das jetzt irgendwie sicherer machen. Ja, ich habe überlegt, einfach einen Rand zu ziehen. Ich habe keinen. Fürs Erste. Doch, warte, habe ich dabei. Out of blocks. Meinst du, die kommen da schon? Na, da komme ich jetzt nicht mehr rüber, so viel ist sich. Das sobald. Ich gebe dir da gleich eine Lösung für. Weil ich will das erstmal, dass das erstmal so zugebaut ist. Ein Stick, mit dem ich fliegen kann? So, nein. Ich hol dir die Lösung. Das ist eine Kiste, aber ich komme nicht ran. Nein. Also. Okay, ich klatsch die Lösung hier in die Ecke. So. Okay, gut. Das einzige Problem ist, hast du noch einen Wein übrig? Kannst du eins hier irgendwo innen setzen? Hä, wieso das denn? Na, wenn ich runter muss, um meinen Fisch zu holen. Komm, ich nehme mal raus. Ja, warte. Was ist passiert? Okay. Oh mein Gott, ich habe gar nicht so viel davon. Packst das Angelparadies zu. Sir, aber so ist das jetzt keine Touristenattraktion mehr. Den Kühen geht's jetzt gut. Ja. Als wäre nie was gewesen. Irgendwie ist das. Okay. Haben wir noch mehr Soul Sand oder so? Ja, ich habe ein paar abgebaut, aber nicht mitgenommen. Also. Nehme mal an, dass du die nicht verbraucht hast. Aber was habe ich noch hier in den Kisten drin? Ne? Oh, Scheiße, wie hast du das? Oh, komm, machen wir das hier. Und nehmen uns mal. Mein Parcours sollte ich nicht machen. Ah.
Haben wir hier noch Kies drin? Ja. Obwohl Kies hat keine 100% Chance, dass das angeht. So, ich bin wieder auf dem Weg nach oben. Haut mir einfach die Fische, der Junge. Ah, schon in Ordnung. Ist mir so irgendwie. Ich will es eigentlich neu machen. Okay. Erstmal das, was aktuell da ist, entfernen. Außer, warte mal, vielleicht geht das sogar damit besser. Das heißt, wir suchen Dirt, damit wir Brot machen können und die Kühe vermehren können. Was allerdings erst geht, wenn man eine geschlachtet hat. Das heißt, das dürfen wir nicht. Na, aber Duell geht auch nicht. Wo haben wir die Goldnuggets hier? Gibt es mir Gegner, die Goldnuggets droppen? Oder wir sind haben die aus Kisten. Wir brauchen also noch doppelt so viel, wie wir schon haben, damit wir genug Goldnuggets in Waren verarbeiten können. Können wir ein Minecraft bauen und schon mal einen Kilometer durch den Kreis fahren? Das wird theoretisch schon gehen. Wir haben, denke ich, genug Schienen. Das ist nur etwas langweilig, ohne Booster. Ja, die Sache ist, ohne Booster funktioniert es, glaube ich, nicht. Also, wenn man selber drückt, dann zählt er das, glaube ich, nicht. Das ist doch total gemein. Verstehe ich nicht, warum. Das heißt, du suchst jetzt Diamanten. Wieso gibt es zwei Diamanten-Achievements? Was sind das andere dann? Ja, les doch. Ja, da steht Diamonds to you. Requires Diamonds. Und Diamonds ist mit Eisentools. Achso, es steht nicht da, was du brauchst. Oder was ist die, wie man es macht oder wie. Ja, genau, das ist es eben. Ja, das eine. Überleg mal. Bekomme ich fürs ja, kriege ich eins fürs Abbauen und eins fürs Einsammeln? Das wäre doch dumm. Kriegt man ja zwei auf einmal. Eins fürs Einsammeln und du kriegst eins fürs Geben zu einem anderen Spieler oder einem anderen Entity, oh, wie das beispielsweise ein Zombie, das einsammeln kann. Na gut. Obsidian abbauen. Wir haben noch keine Lava gefunden. Aber wir haben auch noch ganz schön ein Stück nach unten. Wir haben ungefähr die Hälfte nach unten gebuddelt. Ich glaube, wir sind bei 110 oder so. Und hier stehe ich jetzt auf 227. Bist du jetzt zufrieden? Das ist jetzt nicht mehr lebensgefährlich für Kühe. Jo. Okay, gut. Immer noch lebensgefährlich für mich, aber... Scheiße. Aua. Ah, ja. Wir trinken recht schnell. Ja. Macht er das dann gleich noch tiefer, aber ich muss hier unten noch. Okay, ich habe den Sand abgerissen. 1, 2, 3, 4. Ach so. Der baut Wasser mit puren Händen. Ich baue doch nicht das Wasser ab. Ja, das sieht aber so aus bei mir. Ich weiß echt nicht. In Specs kann man doch eigentlich auch durch Wasser gucken. Also ich verstehe dich nicht. Ja, es waren halt weiße Blöcke. Habe ich alles erwischt? Ich glaube schon. Da sind meine Fackeln. Ah, hier muss eine Fackel hin. Sonst ist ja. Ach so, da oben stehst du. Das ist sogar einiges. Okay, euch muss schon kühlen, geht's jetzt gut.
Das rohe Rindfleisch existiert in meinem Kopf nicht. Oder warte mal. Die endlose Wasserquelle in der Ecke lasse ich vielleicht sogar. Die kann hilfreich sein. Wenn ich jetzt eh schon hier bin, würde ich fast sagen, dass ich meine Schüsseln wieder auffülle. Soweit ich Inventarplatz habe. Okay, ich werfe das rohe Rindfleisch und das Leder in die Ecke, weil wir das nicht haben. Okay, das hört mir nicht. Lol, das ist da umgewachsen. Du? Hier, nimm den Kabeljau. Okay. Das ist der also im Deutsch. Okay. Pufferfisch. Keine Ahnung, ob du noch zwei Schüsseln willst, aber ich habe keinen Platz mehr, um mehr mitzunehmen. Ah, ist okay. Das ist ja eh mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte bei dir. Achso, du hast das Leder und das Fleisch jetzt einfach in die Ecke geschmissen. Ja. Oder willst du... Haben wir denn einen Mülleimer? Ich habe keine Lava und auch kein Feuer. Ich hab, vielleicht haben wir Flint, aber ich weiß nicht, ob es so sinnvoll wäre gerade. Wir haben Flint, definitiv. Ich habe nämlich schon dafür gesorgt. Was? Gravel abbauen. Kam irgendwann ein Flint raus. Okay, das gefällt mir jetzt aber nicht so gerade. Warte mal, machen wir den Block hier mal weg, weil das stört mich aber wirklich. So. Ah, du bleibst jetzt einfach stehen, oder was? Wer läuft bei dir? Wer ich? Klar, wo soll ich denn sonst stehen? Ja, die... Also, die Ranken sind hochgewachsen und dann wieder runtergewachsen. Also, like, zwei Ranken-Sets sind nebeneinander runtergewachsen, im selben Block drin. Und ich denke mir so, nee, das will ich nicht. Schaut nicht schön aus. Kannst du das dann verhindern, dass das wieder passiert? Ich könnte jetzt ein MLG runter machen, aber irgendwie ist das zu tief für mich. Oder? Ach komm, machen wir es. Ach scheiße. Was ist ein MLG? Ach mein Gott, Alter. Du fällst runter. Du einmal rechtzeitig unter dir baust du das. Ja, genau. Ach scheiße. Wie nennt man das so? Schade. Was zur Hölle ist die Abkürzung? Keine Ahnung. Man kann es auch theoretisch ohne Eimer machen, halt mit irgendwas anderem, mit dem man sich saven kann. Okay. Offenbar nicht dein Stil. Ist einfach zu hoch für mich. Also ich möchte meine 12 Level nicht verlieren, deswegen möchte ich echt nicht sterben. Überleg ein bisschen, dann fällt dir vielleicht auf, dass wir die nicht verlieren. Ach du Scheiß. Die werden auch erhalten. Ja, Keep Inventory erhält das alles. Das war, glaube ich, der Hauptgrund, warum wir es ursprünglich aus hatten, aber naja. So, auf der Höhe ging das. Habe ich jetzt hoffentlich nicht zu viele Fackeln kaputt gemacht. Aber ich habe nur Whale kaputt gemacht. Spielen das immer nach unseren eigenen Regeln. Warum auch nicht? Jetzt habe ich das alles da unten zugeschwemmt. Ja klar, spielen wir nach unseren eigenen Regeln. Verstehe nicht, was du willst. Warum sollten wir es nicht nach unseren eigenen Regeln spielen? Ich verstehe dich nicht. Such Goldnuggets. Und warum, such Diamant. Warum soll ich Goldnugget? Nein, ich brauche keine Goldnuggets. Das Dia ist doch irrelevant. Dir. Du. Du. Weißt du, was wir brauchen? Erde und ein Setzling. Haben wir? Achso, ein Setzling haben wir nicht. Ja, gut. Wir haben keine Erde. Hast du Erde? Ja, wir haben beides nicht. Ja, na also. Erde ist ganz wichtig. Wir haben Wheat Seeds. Das muss reichen. Ich denke nicht über die Achievements nach, solange ich noch nicht, like, sicheren Zugang zu Holz habe. Wenn ich nur Sticks von, like, achso, du bist noch ein Faden in der Luft. Wenn ich nur Sticks von, like, Hexen kriege, ist eher suboptimal. Okay.
Wo ist jetzt das Loch? Hier. Ist der GB. Machen wir die Waypoints hier weg. Genau hier. Hier geht's dann weiter runter. Aua. Okay, gut, dass hier nichts gespawnt ist. Ich kann jetzt runterhüpfen, richtig? Bist du Platsch. Gefallen? Nein, ich bin nicht gefallen. Ich meine, du kannst, wenn du möchtest. Oder sterbe ich doch. Also, wenn du genau in der Mitte runterfällst, solltest du aktuell nicht sterben. Bist du dir sicher? Ja, eigentlich bin ich mir da grundsätzlich schon sicher. Oh mein Gott, ich muss mich übergeben. Moment. Hi. Übergeben, was bist du für eine? Dieser Weg führt nicht weiter runter. Dein Weg? Ich habe keine Blöcke dabei. Oh, ich habe einen Clownfisch bekommen. Das war einer der letzten, bevor ich aufgehört habe. Ist der besonders? Naja, das ist Nemo. Cool. Wieso ist es hier so dunkel im Treppenhaus? Sag mal, kann es sein, dass du alles geflutet hast? Ich habe vorhin schon was geflutet, aber ich bin da eigentlich nochmal nachgelaufen. Na, Moment mal, hier ist eine Sackgasse. Das ist das falsche Treppenhaus. Kannst du aber ausleuchten, wenn es zu dunkel ist. Ich habe keine Fackel. Und ich suche das richtige Treppenhaus, mit dem ich wieder hochkomme. Warte mal. Was machen denn die Schienen hier? Gut, der ist weg. Ja komm, machen wir den Stein hier weg. Gegen das Skelett kann ich auch so kämpfen. Oh mein Gott, ey. Das muss echt verrückt sein. Ah, ich nehme mal den Skelettstand. Die waren anscheinend sehr an dir interessiert oder so. Oder keine Ahnung, warum sie da rumhingen. Freut mich. Ich habe aber... beruht aber nicht auf Gegenwärtigkeit. Ich habe mir eine Steinaxt gecraftet, Dennis. Was hältst du davon? Okay, wenn du... Warum? Wir brauchen. Ich hab die auch eine gemacht. Nein, das Holz ist sehr wichtig. Okay, keine Sorge. Das war natürlich nicht ernst gemacht. Wir haben nur so wenig davon. Clay ohne Ende, das ist echt krass. Ja, ich putzle mal Clay zusammen zu hübschen Ziegelsteinen. Ja, ich weiß nicht, warum du da... Nein. Das ist dafür da, um gebratenen Ton herzustellen, damit wir die Pferde haben. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich bin nicht komplett irre. Du bist nicht komplett auf den Kopf gefallen, nur ein bisschen. Ich habe den Rezeptbrowser benutzt und dann bin drauf gekommen. Ah ja. Okay. Ich muss mal wieder hoch. Weil mein Inventar einfach komplett voll ist und weil ich keine Spitzhacke mehr habe. Muss nochmal eine Eisenspitzhacke bauen. Okay, tu das. Kriegst meine nicht. Wir haben jetzt genug Eisen, dass jeder eine haben kann. Ja, ist okay. Ja, hier hängt ja auch noch so viel rum. Ich denke auch, dass das ein Tendel ist, dass du hauptsächlich auf Eisen gehst, weil du halt auf die Art und Weise dir einen Haufen Sticks sparst. Haufen Holz sparen kannst. Ich hab eine Spinne hier gehört. Fuck, wo ist ich wahrscheinlich auch nochmal. Wieso ist da irgendwas nicht mehr ausgeleuchtet oder so? Weiß ich nicht. Wo war nochmal der Umweg hier? Genau. Da habe ich hier meinen kleinen Umbau gemacht, damit der Turm da wachsen kann. Ja, hier ist er wachsen. Okay, stacken wir mal die ganzen Blöcke da rein. Bin ich froh, wenn wir nicht mehr auf diese Treppe angewiesen sind. Das ist ja ein schlimmes Treppenhaus. Ja, aber es würde ein bisschen dauern, bis die Ranzen unten ankommen. Ich meine, bislang kann man auch runterspringen, solange ich da immer dran denke, einen Wassereimer zu platzieren, bevor ich weggehe. Kann man springen. Ist vielleicht nicht ganz so angenehm, aber geht. Legst du gerade Zeug weg? Ja, ich habe Zeug reingelegt, wieso? Ich auch. Wo hast du denn das Kettenhemd mit Dornen her? Habe ich vorhin erwähnt, aber du hast vielleicht nicht zugehört. War in der Kiste. Kannst du anziehen, wenn du Bock hast. Krasse Kettenhemder. Ich würde es erst für einen Bossfight benutzen. Sollte es jemals eingeben. Für einen Enderdrachen. Machen wir den überhaupt?
Bist du dumm? Wir haben den bisher noch nie gemacht. Bist du dumm? Hallo? Hm? Wer, ich? Redest du mit mir? Ja. Nee, ich weiß nicht, so. Was ein Enderdrache ist. Nimm mal die Pfeile. Bin ich gerade blind oder haben wir nur noch eine Kuh? Ach nee, doch, zweite. Ich hoffe, dass sie noch da ist. Wir haben ja eigentlich extra eine Schutzwand gemacht, damit das jetzt nicht mehr passiert, damit die nicht mehr absaufen. Und dem kleinen Loch, was da für unendliche Wasserquelle ist, sollten die eigentlich nicht absaufen. Das ist ja nicht tief. Ja, sobald die Borde erweitert ist und die diese Leiter da, diese Holzleiter erreichen, kommen die zumindest in den Keller runter, glaube ich. Nee, die sind eigentlich zu breit. Also die sollten da eigentlich nicht runterkommen. Ah, okay, die kommen nicht bei einem Block. Na, okay, das ist gut. Ach ja. Die Angel ist schon seit, also mehr als halb kaputt, aber ich angel jetzt trotzdem. So, ich springe jetzt wieder runter. Vielleicht. Gut. Findest du ja was Sinnvolles. Ich grab den Schacht weiter runter. Wie verzaubere ich eine Angel? Was willst du? Bücher brauchen. Also ohne einen Zaubertisch verzauberst du gar nicht. Wir brauchen erstmal Dias dafür. Wir brauchen mindestens einen Dia oder waren das zwei Dias? Ich glaube, es waren zwei Dias. Der Seite. Obsidian brauchen wir auch. Und wenn wir das nicht einfach so in Kisten finden, müssen wir das auch mit einer Dias-Spitzhacke abbauen. Also wir noch mehr Dias. Es regnet. Nimm einen Regenschirm mit. Haha. Oh, cool. Dahinter ist ein Creeper. Alles klar, der hat mir jetzt gerade sehr Angst gemacht mit seinem Sound. Okay, er ist tot. Gut. Der Clownfisch irgendwie sinnvoll? Hä? Oder isst man den auch nur? Ja, zum Essen. Eigentlich ist der kleiner als die anderen Fische. Ich weiß echt nicht, warum du immer so komische Fragen stellst. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach mehrere Arten von Fisch gibt, nur um damit gebratenen Fisch zu machen. Das sind ja verschiedene gebratene Fische, oder nicht? Ja, okay. Oder ist das derselbe? Bin weiß unsicher. Nicht. Hab's nicht getestet. Heutzutage ist das, glaube ich, nicht mehr dasselbe, aber kann sein, dass es zu der Zeit noch dasselbe ist. Ansonsten, du kannst das Crafting ja einsehen eigentlich, wenn du weißt, wie... Ja, ich kann nur R drücken und dann mache ich dort rechte Maustaste für die andere Hälfte. Anscheinend kann ich nicht angeln, wenn ich unter Wasser bin. Ah, okay. Diese verdammten Fische fallen immer wieder ins Wasser. Ich habe mir mal ein Codweb als Codweb mitgenommen. Weiß nicht, ob ich das mal brauchen werde. Und? Spinnenwabe, Spinnenwebe. Immer wieder am Weben. Oh mein Gott, der Clownfisch hat wirklich gar nichts. Salmon ist cooked Salmon. Und Allfish ist cooked Fish. Warum ist da hinten roter Sand? Und lässt sich auch handeln. Na ja, gut. Echt unnütz. Ja, das Village ist alles haben wir bislang unnütz. Nicht. Okay, das ist sehr cool. Magenta Stained Clay. Lime. Light Gray. White. No, warte mal, normaler Clay? Der ist doch einfach. Da kommen wir aber noch nicht ran. Auch noch zweimal Border Erweiterung. Verstehe nicht, was du. Ach, du meinst, dass er was normaler Clay braucht? Ja. Okay. Einfach nur. Interessant. Buchstaben. Können wir ja jetzt schon herstellen. Wo zur Hölle ist unser ganzes. Da oben, wir haben erst 58. Okay. Was mache ich denn mit einem Pumpkin Pie? Den kannst du essen, wenn du das möchtest. Bitte.
So, die eine Kuh, die heißt jetzt Manu. Der Manuel? Ja. Das ist nicht auch voll. Das ist hoffentlich keine Verschwendung des Nametags gewesen. Warte mal, ist das dein Ernst? Wieso? Das Ding ist doch nicht wichtig, oder? Ist das dein Scheiß Ernst? Du hast ein Nametag jetzt für eine Kuh verwendet? Nein. Vor allem, wie hast du das gemacht ohne Amboss? Warte mal, was? Keine Ahnung, wie ich das trainiert. Hast du jetzt einen Amboss gebaut? So kannst du Eisen verschwenden. Nein, hab ich nicht. Oh mein Gott. Ich hab dich nur leicht erschreckt. Ich hab die Angel in der Kiste gelassen. Komm dann mal. Ja, ich weiß auch nicht, warum du immer, like, irgendwie dumm sein willst. Jetzt komm. Ich verarsch dich. Hier ist noch so viel Holz, das du nicht abgebaut hast. Hä? Was? Wo denn? Bei diesem einen Spawner, in der Mine. Da baue ich jetzt kurz Zäune und Holz ab. Weil ich brauche aktuell... Oh, warte, stimmt, hier ist Holz, was ich abbauen kann. Bauen wir es ab. Nein. Es sind zwar nur 3 Blöcke, aber... besser als kein Block. Wenn ich das Holz unter der Schiene abbaue, dann baue ich zu 100% die Schiene ab. Ja, das stimmt wohl. Das ist unglaublich. Okay, nehmen wir noch das Holz. Holz kann ich gerade brauchen. Ne, warte mal, eigentlich brauche ich Kohle. Ey, der Spawner gibt 3 Level XP. Krass, wir sollten die alle abbauen. Du hast jetzt nicht erst auf den Spawner abgebaut. Nein. Die leuchten wir aus und behalten wir. Wir können daraus Mobfarm bauen. Vielleicht kriegen wir wieder ein Spawn-Egg für einen Villager. Das wäre doch wieder was. Okay. Wo ist dieser Dungeon? Ich will zurück in meinen Dungeon. Was, welchen Dungeon meinst du? Mein Dungeon. Oh, kannst fallen, mein Gott, ist das tief. Wenn ich da runterfalle, lebe ich noch, oder? Also, wenn du nicht vom Fallweg abgehst, sobald du bei diesen beiden Blöcken bleibst, sollte das eigentlich alles okay sein. Ah, oh mein Gott. Oh, da ist Clay neben mir im Wasser. Ah, ja, das kann sein. Ich wollte eigentlich Fackeln holen, deswegen. Ich habe 4 Stück, reicht das? Würde ich jetzt nicht sagen, dass das reicht. Aber hier unten ist schon fast alles ausgeleuchtet. Ich habe mich echt bemüht. Ja, aber wir gehen doch noch weiter runter. Oh, du hast recht. Da geht's ja noch weiter. Heftig, heftig. Okay, ich bereue gerade auch, dass ich keine anderen Blöcke mehr dabei habe. Aber hallo, ist da wer? Mein Gott, was ist das denn für ein Labyrinth? Naja, zum Zug. Bauen. Warte, wo genau ist das Loch? Okay, egal, dann komme ich ja ganz runter, wenn ich es nicht finde, lol. Bist du? An der Wand voller Clay? Weiß auch nicht so genau. Hier sind keine Gegner. Weißt du? Jetzt läufst du mir einfach weg. Hä? Was ist denn? Wo willst du hin? Oh, oh! Let's go! So, ich nehme noch ein paar Beine. Magische Blöcke. Wäre doch nicht sehr viel. Kann ich vielleicht die Leiter, die Treppe ein bisschen schneller wachsen lassen? Also, offenbar sind irgendwo noch Gegner. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich jetzt buddeln soll. Unter dir wahrscheinlich. Unter mir? Ich entscheide aber nicht, wo es weiter runter geht. Okay. Ja, ist okay. Musst du ja nicht. Dieser Wasserblock kotzt mich an, ey. So, sehr schön. Ich bin dabei, den nach oben Weg wieder zu suchen. Okay. Ja, das ergibt Sinn. Stell dich einfach ins Wasser und flieg. Nein, ich möchte mich nicht einfach in Creative Mode packen. Was? Nein, du sollst einfach nur an dich glauben und fliegen, nicht kreativ werden. Also funktioniert das nicht. Also, na gut, wenn du das sagst. Warte mal, das hier ist doch eindeutig die Treppe. Ja. Ja, warum dann nicht einfach direkt daneben weiter nach unten, wo du... Natürlich kommt da Wasser, was sonst? Ja.
Ja, ich bin schon. Ich muss halt erstmal wieder hochkommen. Und ich habe übrigens keinen Weg gerade gefunden. Also habe ich jetzt noch eingegraben. Okay, passiert. Wir waren alle mal Noobs. Alles klar, werde ich ja einfach beleidigt. Nein, so war das nicht gemeint. So, nehmen wir die Stöcker. 11 Stöcker. Oh, ja, hol bitte Fackeln. 44 Fackeln, das fühlt sich gut an. Ja, das ist extremst viel. Okay, regnet es gerade oben. Schau mal eben bei den Kühen vorbei, füll meine eine Suppe wieder auf. Hast du echt doch echt nicht genug. So viel verbraucht. Hallo, wie geht's euch? Ich glaube, ich habe eine Armee Zombies entdeckt. Und die wollen mich. Das geht hier. Oh mein Gott, der hat eine Eisenschaufel! Gib sie mir! Ich weiß, es hat jetzt nicht unbedingt eine 100% Chance zu droppen. Nicht? Okay. Nein. Man kann sie droppen, aber die Chance ist halt nicht 100%. Er ist weggelaufen, insofern tut er gerade gar nichts droppen, aber... Ja. So, das war nicht mehr. Es ist überall Weins im Weg. Ah ja, ist okay, die wachsen. Meine Weins sind am Wachsen, oder worum geht's dir? Nein, nicht dein... Oh mein Gott. Okay, da ist der nächste Tunnel. Okay, ich habe keinen Wassereimer, ich mache mal eben ein Spinnennetz-MLG. So. So erleidet man keinen Schaden. Kostet halt nur Haltbarkeit von der Schere, was natürlich auch nicht so geil ist, aber naja. Okay, hier bitte weiter runter wachsen, Ranke. Und den Rest falle ich jetzt einfach durch. Wenn du bei mir bist. Was er noch hier ist. Ah, das war alles auch. Was soll ich ein bisschen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo bist du denn? Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Ich weiß nicht mehr, aber, wo genau da. Aber ganz unten bin ich. Muss ich hier irgendwo ausleuchten oder hast du das schon alles? Ja, gemacht? Du musst ausleuchten, weil ich keine Fackeln habe. Okay, ich weiß nicht, bis ich dir runter geht, ich grab mich runter. Was? Ja, geh einfach durchs Treppenhaus. Bist du nicht die ganz normale Treppe lang gegangen? Oh. Okay, ja. Oh, ah, das ist gerade neuer gespawnt. Von Arsch. Ja, geh einfach durch diese Wand, durch die Wand. Du willst hier. Durch die Wand gehen? Hallo. Hier ist eine Kiste, was du Bock hast. Schauen wir doch mal, was da drin ist. Ich hab einen Fisch! Ich bin fast tot. Ah, oh, verdammt, das scheiß Zombie kommt da. Wir haben kein Friendly Fire, oder? Ich hoffe doch. Ich war gerade irgendwie ein Silberfisch. Ja, ich weiß nicht, wo er hin ist, aber... Ich hab den geweckt. Also, über dieser Kiste der Block war ein Silberfisch. Achso, dir ist nicht aufgefallen, dass er länger gebraucht hat abzubauen. War nicht lange dafür, dass ich Eisen habe. Okay, wir haben 4 Goldnuggets, einen Eimer. Beide. Oh mein Gott, Dennis, Dirt! Oh, hier ist einfach ein Eimer. Oh mein Gott, ja, Erde. Wir können anfangen, Felder zu bauen. Ja, gönn dir. Hier ist noch Eisen am Wasser. Guck mich das Wasser an. Heißt das, ich gehe jetzt wieder hoch? Oder? Ja. Ja, aber kannst du mir ein paar Fackeln da lassen? Lass dir die Fackeln da. Hast du sonst noch irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Ich entsorge jetzt dieses Wasser, weil es mich echt ankommt. Hä? Du? Dein Scheiß Ernst? Oh, du hast einen Eimer. Das ist unser... Hast du nicht gerade selber einen eingesammelt? Oh, du hast recht. Ich hätte... Das ist unser Runterfalllochwasser. Warte, was? Oh, ja, ich wollte hier ans Eisen. Ich habe nicht gewusst, dass ich, wo ich stehe. WTF, direkt neben der Kiste. Wie ist das passiert? Ja, egal, ich nehme das Eisen mal kurz mit. Glücklicherweise ist hier unten noch mehr Wasser. Ja, dann dir, gund dir. Gund dir, ja, ich gund mir. Also hören sich diese Zombies so nah an. Ich glaube, dass hier auch ein Creeper ist, wie die Füße da ausschauen. Aber naja, leuchtet auf jeden Fall alles aus, was wir jetzt fackeln. Ja, ich bin fackeln. So, Wasser mache ich hier hin. Du wirst es nicht wegreißen. Ja, machen wir jetzt hier noch ran. Damit die schneller wachsen. Und pass auf bei den Blöcken, dass hier nicht irgendwie...
Alter, sind da viele Zombies in der Ecke. Ja, wo ist mein Weg nach oben eigentlich gelandet ist? Kann ich das abbauen? Also, ich bin mir nicht sicher, wenn du Blöcke anschaust, müsste da stehen. Du hast es doch auch, oder? Ja. Okay, hier geht's raus. Wenn das Monster spawn exit. Ah, hier geht's. Warte mal, nee, hier geht's nicht raus. Und da, oh, da ist der Silberfisch. Ach, ist er noch frei? Ja, aber er hängt in den Weins, ich kann ihn gar nicht treffen. Lol. Ah, hier geht's hoch, wo ich stehe, falls du das gesucht hast. Aua, aua. Ja. Okay. Da unten ist jetzt unter Umständen noch einer. Ich habe gerade einen Block platzen hören. Oh ja, hi. Könnten vielleicht noch mehr kommen. Oh mein Gott, das ist eine Unterwasserkiste. Oh mein Gott, 24 Goldnuggets. Und ein Enchanted Book Flamme. Ich nehme an, dass das gut ist. Wissen du es nicht? Ist laut, aber immerhin weiß ich, dass das Spiel funktioniert. Okay, gut. Ja, das Spiel sollte eigentlich auch funktionieren. Ich wüsste nicht, warum es das nicht tun sollte. Also, gehen wir mal wieder hier hoch. Hier geht es hoch. Mit meiner Erde. Und dann gucken wir mal in die Kiste, ob wir... Wir haben wahrscheinlich nur einen Samen, oder? Oder hast du auch irgendwann einen gefunden? Ich dachte, wir hätten zwei, aber ich kann mich jetzt nicht konkret dran erinnern. Okay, ja. Ich schaue einfach mal in die Kiste, wie viele Samen da drin liegen. Ach, da geht's mal noch. Ah, diesmal bin ich nicht den Weg hochgegangen, den ich mir gegraben habe, sondern den ursprünglichen. Ich höre hier ein Skelett, ist es sehr weit oben, das macht mir etwas Sorge. Oh, warte, ich muss doch noch in die Truhe schauen, ich depp. Ja, zwei Weizenkörner, da hast du recht. Ja, aus der kann man nichts tun. Eine Goldhake, eine Steinhake, nehmen wir die Steinhake mit. Ein Bus, aber außer Reichweite. Was, ein Bus? Bambus. Nennt sich das nicht so? Sind aber Eisenbahnen davor. Bambus gibt es eigentlich noch nicht in Minecraft. Außer du redest von dem alten Namen des Zuckerrohrs. Ja, ja, Zuckerrohr. Das ist Zuckerrohr. Ich komme aber nicht ran. Ja, im modernen Minecraft gibt es Bambus und das schaut ganz anders aus. Oh. Es wächst mehr in der Mitte. Mehr in der Mitte. Ein großes Ding. Ja. Also, mir geht der Platz aus. Ich muss hier irgendwie diese... Goldklumpen. Okay. Dann. Wo war jetzt das Treppenhaus? Noch ein Block mehr und ich kann die Leiter nutzen. Aber eigentlich ist es ja ein Block zu weit. Aber egal, das kann ich gleich realisieren. Indem ich einfach nur hier mal hochgehe. Ah ne, war da nicht hier oben. Alter, die Kuh ist aber echt interessiert an der Treppe. Also, wirklich. Vielleicht zäune ich dir irgendwann mal ein. Okay, jetzt muss ich erstmal ein Feld machen. Du wirst da vom Wasser manipuliert. Klar. Ach so, kamen die da einfach nicht weg? Ist deswegen da so wild rumgesprungen. Warte mal. Du stampfst nicht aufs Essen, auf das Zeug, während ich unten bin. Wir haben doch, glaube ich, auch Knochenmehl, oder? Also Knochen. Skelette habe ich ja definitiv. Du Scheiße! Oh mein Gott, wir haben sogar 40. Krass. Bin gar beinahe in den Tod gefallen.
Warum geht das auf einmal ein Loch befreit? Wenn du willst, kann ich dir die Spinnenwebe runterwerfen. Kann helfen, wenn du schnelle Reaktion hast. Ich glaube, es rettet mich nicht vor den Anzahl an Gegnern. Ich sehe einen Diamant. Oder ist das ein Smaragd? Ich nehme an, dass es ein Diamant ist. SC-Erfolge. Es ist jedenfalls Danger Zone. Okay, machen wir das so. Wenn du die Treppe runter gehst, dann siehst du einen orangenen Sandblock. Big up. Steht eine Fackel drauf. Ich habe aber das Problem. Ah ja, ja, das hilft gar nicht so. Wie machen wir das? Na, anders. Was kann man eigentlich alles aus Knochen herstellen? Knochenmehl. Das war's. Ja, gut. Mini-Spider. Soll ich alle Knochen verwenden? Was meinst du? Brauchen wir die für sonst irgendwas? Also herstellenmäßig gesehen jetzt nicht unbedingt. Ja, dann mach ruhig. Okay, ich gehe nochmal runter zum Dingens. Bist du an Goldrohre interessiert? Was willst du denn? Scheiß. Natürlich ist das hier so gemacht. Ich... Oh nein! Oh mein Gott! Geh weg! Ah. Toll. Ich lebe noch. Wieder. Ich lebe wieder, meine ich. Du kannst gerne das Loch runterspringen, das Wasser ist ja noch da, oder? Welches Wasser? Oh mein Gott! Oh, warte mal. Oh. Bist du angekommen? Mir wird da echt schlecht. Mir wird echt schlecht, wenn ich das mache. Ich darf das nicht machen. Okay, das ist gut. Ich will jetzt mal ein Gehege establishen für die unsere Leutchen. Warte mal, ich lege das Weizen in die Offhand, dann hören die nicht auf, mir zu folgen und dann kann ich in Ruhe abbauen. Ja, ich bin dankbar, dass ich meinen Loot nicht verliere, wenn ich sterbe. Aber ich hätte diesen Gold... Oh, sie ist noch da. Theoretisch? Okay, dumme Frage. Mit Eisen kann ich die ja abbauen. Ja, kannst du. Es gibt ja nichts, was dazwischen ist. Gold ist ja nicht besser als Eisen. Weißt du was? Das... Oh. Ich... starr mich nicht so an, du scheiß Creep! Ja. Creeper. Verstehst. Witzig nicht. Sure. Oh mein Gott, da kommt ein Pfeil. Oh, meine Fackel. Ich habe meine Fackel wieder. Oh mein... Du verdammtes Stück Scheiße. Schieß keine Pfeile auf mich, wenn ich so am Rand hänge. Oh, das sind Smaragde. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Du darfst nicht. Er ist nicht explodiert. Nein, mach doch jetzt nicht bumm. Oh, Glückwunsch. Wir dürfen die nächste Reihe aber nicht benutzen. Warte mal, Erfolge. Ich sorg gleich dafür, dass du sie benutzen darfst. Wenn du noch eins machst? Ja, genau. Düpp, hier. Ich bin gerade eh in der Mitte, nicht an irgendeinem Rand, aber ist trotzdem gut zu wissen. Oh, ich kann jetzt offiziell die Leiter benutzen. Das heißt auch, wir haben mehr Monumente. Was ist eigentlich hier unten im Keller? Achso, da war der Raum, achso, ja. Wir haben bald brauchen wir den ganzen Kobbel, den wir haben. Okay. Sagt mal, wo könnt ihr wieder gefüttert werden? Hast du gerade einen Creeper explodieren hören? Wenn wir nicht, muss der irgendwo in meinem Raum sein. Was willst du füttern? Okay, keine Ahnung.
Sorry, es hat Bumm gemacht, wenn du geredet hast und ich war kurz irritiert, weil es nicht bei mir ist. Hä? Hast du Skelette getriggert? Möglich. Ja, die haben dann auf den Creeper geschossen. Das tut mir leid für ihn. Nein, eigentlich nicht. Ach, jetzt habe ich keine. Will ich da runterhelfen? Eigentlich schon. Aber andererseits sterbe ich dann. Also irgendwie dann doch wieder nicht. Ich werde jetzt erstmal zum Allrounder. Ja, klingt positiv. Ich nehme eine Crafting Table mit. Klingt gut. Klingt smart. Über mir ist Eisen. Meine Frage: Sollen wir die Base hier wirklich hier unten lassen? Oder soll ich das vielleicht nach oben schieben? Oh, oder was meinst du? Oder in den Monumentraum? Oder was meinst du? Warte kurz, muss mich mal kurz retten. Red halt nicht mit mir. Base verschieben. Gute Frage. Nächste Frage. Green. Ich glaube, ich habe ein Problem. Warte mal, ja, warte, das, scheiße. Der eine Pillar, braucht wirklich einfach nur Clay. Das ist ja witzig. Das können wir sofort machen. Jetzt, wo wir rankommen. Wo zur Hölle ist mein Clay? Bin ich blind? Scheinbar bin ich blind. Ach, hier ist der Clay. Eins, zwei, drei. Drei Tonklumpenblöcke. Okay, jetzt warte mal. Du bist pink. Pink haben wir nicht. Du bist brown. Brown haben wir nicht. Lime haben wir nicht. Yellow haben wir jetzt schon eigentlich. Eins, oh, echt? Zwei, wie? Drei. Weil der Boden vom nächsten Raum gelb ist und wir haben den so weit erreicht, dass wir ihn abbauen können. Oh, nice. Okay, du bist das, was Clay ist. Okay, dann bauen wir die dreimal ab. Und klatschen hier Clay hin. Sind das jetzt noch mehr Kühe geworden? Ich höre keine neuen Sounds. Okay. Gucken wir mal, was hier oben jetzt abchillt. Ich habe einen Dark Oak Sapling. Lol. Wir haben 16 TNT bekommen. Für den, okay, Gehirn. Nice. Hast du gehört, ich habe einen Baum. Du hast einen. Du hast einen Baum. Ja. Ich bin auf Höhe Gott. 106. Da war ein Baum. Da ist aber keine weitere Erde, oder? Also müssen wir. Nein. Ja, gut. Ja, der eine Baum braucht nur einen Platz, oder? Der ist wichtiger als ein Weizen. Oder, ja, finde ich jedenfalls irgendwie schon. Ja. Okay. So, dann gehen wir wieder runter. Du bist brown, dich kann ich nicht machen. Du bist auch zu weit weg. Was bist du für eins? Du bist pink. Du bist magenta. Du bist blue. Du bist green. Du bist white. Du bist light gray. Du bist yellow. Du bist lime. Brown. Okay. Yellow. One, two, three. Okay, gehen wir wieder hoch und gucken wir, was wir jetzt da oben antreffen. Oh mein Gott. Ich muss den Fisch holen. Welchen Fisch? Gut, dass du geangelt hast. Was für ein Fisch? Irritier mich nicht. Du hast die ja nicht alle gebraten, oder? Ja, hier Rohrlachs. Rohrkabeljau. Möchtest du auch eine tame oder soll ich die beide tamen? Tame sie. Ist mir wurscht. Wovon redest du überhaupt? Nein, bitte nicht weglaufen. Sind Ocelots gespawnt oder was? Ja.
Die sind nicht unsterblich, oder? Nein, sind die nicht. Oh nein, ich könnte nie mit einem reisen. Dann stirbt er. Nimm sie einfach beide mit und sei vorsichtig. Komm. Wo zur Hölle ist der Ausgang? Scheiße. Ausgang nicht. Nimm doch den. Warum nimmt ihr den Fisch nicht? Hallo, nimm den Fisch. Upset. Warte mal. Ah, da ist der Ausgang. Gott. Hä? Warte mal, was hat der jetzt wirklich den ganzen Fisch gefressen? Nee, ja. Die brauchen ja zum Teil echt viel, gell? Jetzt bin ich sehr verwirrt. Wo bist du hin? Nein. Warum frisst du so viel? Was zur Hölle? Ich hoffe, es ist genug Fisch. Ich habe eigentlich nur einen gebraten, also du hast alle. Oh mein Gott, Alter. Okay, ich respawn das Ozelot. Es ist ins Wasser gefallen. Oh, schade drum. Was passiert? Warum fressen die so viel Fisch? Ich habe noch 20 rohen Kabel, yo. Und den Lachs habe ich komplett verbraucht. Was zur Hölle? Okay, gut. Oh ne, der liegt hier unten. Den habe ich nicht komplett verbraucht. Der andere Ozelot ist. Der andere Ozelot ist irgendwie unten im Gang. Okay. Jetzt komm schon. Ah. Wenn sie ihm dort gefällt. Hör auf, die ganze Zeit da rumzuspringen. Nein, hör auf, lauf doch nicht weg. Bleib da, hier, nimm den Fisch. Nimm den Fisch, los, nimm den. Nein, hör auf, wegzulaufen, nimm den Fisch. Ozelot, wo ist er hin, Ozelot? Ich habe hier vor allem niemanden gesehen, wo zur Hölle. Was du bei mir bist, 100. Ozelot. Oh, da sitzt er ja. Ja, dann fütter ihn. Ozelot, nein, hör auf, wegzulaufen. Ich geh da mal hoch. Alter, ich verstehe die Viecher nicht. Erstmal kurz eine Suppe, damit ich nicht immer aus Versehen in den Kabeljau esse. Hier war mal eine Workbench. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, mein Puls! Was hast du denn gemacht? Ja, da fliegt einfach ein Skelett auf mich drauf. Okay, cool. Nein. Passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das möglich sein soll, aber passiert. Ozelot. Hör auf wegzulaufen. Hör auf, da eine enge Ecke wegzulaufen. Hör doch auf damit. Schön hier. Oh, Steinmauern. Du hast die Workbench dabei, kann das sein? Ja, habe ich. Warum fressen die so viel? Ich habe der wieder. Noch ein Achievement, sondern wir haben die Kiste. Hä? Wie heißt der Fisch denn? Ahnung, ich spiele auf Englisch. Oh mein Gott, Alter. Kabel. Wieso liegen hier oben 9 Fische rum? Mist. Slash. Fisch. Hä? Wait, warum habe ich jetzt wieder 21? Wenn ich mir eingebe. Glitscht das irgendwie, dass die weggehen, obwohl sie nicht weggehen? Ich bin sowas von verwirrt. Ozelot. Hör doch auf, Mann. Okay, er kommt. Ich bin still. Jetzt hat er wieder Angst. Ich verstehe das nicht. Okay. Ich sneake hier. Jetzt. Hör auf, wegzulaufen. Komm her. Komm
her, du Ozelot. Oh, na also. Okay, das war wirklich super weird. Wann haben wir denn? Oh, wir haben drei Kühe. Slash. Summon. Ozelot? Ozelot? WTF, die ist da runter. Die ist doch jetzt gefallen, oder? Nee, anscheinend nicht. Alter, ich muss da irgendwie schnell runter. Wer denn das? Also ich habe jetzt einen getamed und dann den anderen nochmal gespawnt. Pass auf, dass du nicht zu weit runter gehst. Das ist nicht ganz abgesichert, was ich da gemacht habe. Ich weiß, aber ich kann ja nichts dafür, wenn die Katze wegläuft. Ozelot, Ozelot. Na, immerhin kannst du hinterher schwimmen. Ozelot. Dann ja dann weg. Ozelot, Ozelot. Nimmst du das an? Ozelot. Ozelot. Wegzulaufen. Ozelot. Ich verstehe das nicht. Ich meine, okay, ich weiß, dass die eigentlich auf einen zugehen müssen, aber das macht die ja nicht wirklich. Und vor allem hatte ich ja auch nicht wirklich genug Platz, um von mir wegzulaufen, muss ich sagen. Wenn ich einfach Rechtsklick machen kann, die Fische gehen weg, obwohl sie eigentlich da sind. Das verstehe ich am wenigsten. Die gehen einfach fake weg, die gehen nicht wirklich weg. Okay, jetzt kam Herzen, das heißt also, das hat funktioniert. Muss ich da einfach warten oder so? Halt einfach. Fisch wird gehalten. Okay, jetzt ging wieder einer durch. Da ging wieder einer durch. Scheinbar. Beim Warum ist denn das so ein Krampf? Die hat jetzt definitiv schon mehr als drei gegessen. Hä? Warum haust du jetzt ab? Hallo? Ja, weil ich jetzt Pause mache. Ich bleibe aber noch im Call. Bis zum Partende. Ja, ich möchte den Ozelot halt tame. Ja, gibt Sinn. Kriegst du schon hin. Mit unendlich Fisch. Ja, keine Ahnung, die frisst das die ganze Zeit nicht. Ich habe null Ahnung, wie das funktioniert. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt auch etwas unsicher, was ich falsch mache. Jetzt ist sie wieder am Weglaufen. Ja, kann man sie irgendwie einsperren? Nimm den Fisch. Ja, aber das scheint ja nicht zu helfen. Das ist ja irgendwie die Sache. Ist halt alles auch hier so eng. Hm.
sie wieder eingegessen, aber dann ist sie voll wieder weggelaufen. Ich habe jetzt noch 7 Fisch. Das ist so voll verwirrend. Warum ist das dumm, weil die Viecher so klein sind, deswegen sind die überall durchgekommen. Ja, wir haben keinen lückenlosen Bau im Keller. Okay, sie hat glaube ich einen Krabbeljo gegessen. Ich verstehe auch nicht, wie das wirklich funktionieren soll, aber ich würde eigentlich davon ausgehen, dass wenn sie einmal Kabeljau isst, dass sie dann noch so viel isst, bis sie dann eben ein mag, aber irgendwie nicht, läuft dann wieder weg. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ocelot? Er hat einen gegessen und wieder weggelaufen. Musst du das wohl noch ein paar Mal wiederholen? Ja, was zur Hölle? Die hat schon über 4 gefressen. Also, ich verstehe das nicht. Ich keine Ahnung, was denn der normale Durchschnitt ist. Ich dachte schon. Also bei Wölfen hast du eigentlich schon richtig Pech, wenn du 6 brauchst. Ja, Hauptsache du hast genug. Das ist auch voll weird. Sie läuft weg, dann hört sie auf wegzulaufen, läuft sie wieder weg. Was haben die da für Spaghetti zusammengecodet bei dem Ding? Okay, die ist wieder bei mir, auch wenn sie irgendwie sehr viel rumspringt. Aber der hat sie scheinbar gegessen, da waren Herzen. Oder ist sie immer noch im Weglaufen? Ich bin mir unsicher. Sie hat nicht solche Partikel, jetzt hat sie wieder solche Partikel. Oder hat es irgendwie... daran, weil sie an die Border kracht? Ist das irgendwie ein Problem für die? Ich weiß es doch nicht. Ach so, das ist so. Der andere habe ich auch getamed bekommen, irgendwie. Und sie dir schon? Was? Oder was, wo läuft die denn jetzt lang? Ja, die läuft ja halt gegen die Border. Ah, okay. Dann gebe ich hier einen, dann ist sie wieder im Weglauf-State, wie scheint. Es ist halt auch, es hilft halt auch nicht, dass ich ihr den Fisch, also laut meinem Klienten geben kann, aber laut dem Server nicht. Das nervt auch so ein bisschen. Das hilft mir jetzt auch nicht. Und der uns einfach Ocelots. Ja, die sind ja... Das kann ich dafür, wenn die da durchgehen, wo die Treppe, wo die Leiter war. Ja, ich meine ja den Map-Entwickler. Was sollen einem die überhaupt bringen? Ich finde... Ja, Ocelot. Ja, schön und gut. Aber ich will ja wieder keinen Fisch essen. Aber scheint nicht am Weglaufen zu sein, was gut ist. Möchtest du jetzt wieder? Nee, scheinbar nicht. Möchtest du jetzt wieder? Jetzt? 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 Nein, jetzt ist sie in der anderen Ecke der Map. Okay, vielleicht hilft das ja. Jetzt läuft sie noch weiter weg. Okay, sie ist dabei herzukommen. Isst den Fisch. Und läuft sie wieder weg. Ist das wirklich der Intent? Like, man gibt ihr Fisch, die läuft wieder weg. Man gibt ihr Fisch, läuft wieder weg. Ja, ich hoffe, dass das heutzutage besser ist, weil das kommt mir einfach dumm vor. Gib mir jetzt mal nochmal 30 Fische. Was zur Hölle? Ich hoffe, immer so viel Fisch zu fressen. Sie sieht da unten. Ich fall da jetzt einfach runter. Au. Ocelot. Ocelot. Ocelot, wo gehst du da lang? Ich wusste nicht mal, dass da ein Weg ist. Okay, sie kommt zu mir.
Jetzt läuft er sofort wieder weg. Konnte ich hier den Fisch jetzt überhaupt noch geben? Ich verstehe das nicht, Mann. Okay, sie kommt wieder. Okay, jetzt ist sie eine gezähmte Katze. Das finde ich gut. Ach so, wenn ich ihr nochmal Fisch gebe, ist das dann zum Breeden, oder? Hallo? Läufst du mir jetzt nicht hinterher? Ja doch, sie kommt. Jetzt muss ich die beide wieder nach oben kutschieren, irgendwie. Das wird ein Spaß. Aber vielleicht teleportieren sie sich einfach hoch. Wo geht's denn überhaupt nochmal hoch? Oh, achso, ich hab glaube ich die Treppe kaputt gemacht gerade. Kannst du mal kurz weggehen, da muss roter Sand hin. Okay, ich hab sie beide aufstehen lassen. Ich gehe jetzt nach oben und hoffe einfach, dass sie dann einfach mitkommen. Ohne dass ich mir weitere Gedanken machen muss. Okay, auf die Etage kamen sie schon. Vielleicht kommen sie auch ganz mit nach oben. Ja, die ist schon oben, das ist gut. Wo ist die andere? Ist die auch hier? Du setzt dich jetzt mal hin. Ja, okay, nehme ich die auch noch das da. Okay, wo ist die andere? Ist die jetzt noch unter mir oder ist die auch schon? Bislang sehe ich sie nicht. Oh, sie ist im Wasser, aber im Vergleich zum Ozelot kann sie anscheinend schwimmen. Was gut ist. Jetzt schwimmt sie nicht mehr. Wieso schwimmst du nicht? Ich. Ich kann doch nicht. Ich hab doch nicht. Nein. Ich hasse. Warum sind die Viecher so dumm? Warum sind die Viecher so dumm? Warum springen die ins Wasser und schwimmen dann nicht? Sag mir nicht, das Teil ist echt der Top. Ja, was soll ich denn machen? Springt ins Wasser. Ich kann sie ja nicht ausholen. Wie ist das überhaupt da hochgekommen? Oder meinst du da unterirdisch? Die können halt die Ranken benutzen. Ansonsten, vielleicht ist es auch hier drauf gespawnt. Ich bin mir ja unsicher. Der Ozelot ist ja auch hier verreckt. Die Kühe schaffen es scheinbar nicht, die Ranken hoch. Das wird auch komisch ausschauen. Das ist doch jetzt einfach wie... Und jetzt... Slash GIF. Habe ich Soul Sand im Inventar? Nein. Slash GIF. 200. Ich muss mal eben. Ich habe jetzt versucht, mit Wassereimer irgendwie Wasser wegzuholen, aber das hat natürlich gar nicht funktioniert. Und jetzt muss ich das Wasser wieder reparieren. Also ich schlaf gleich im Stehen ein. Was ist denn dein Scheißproblem? Ich verstehe dich echt nicht. Ich will dir vorsichtig und langsam erklären, dass ich jetzt schlafen gehe und offline gehe, ohne abrupt abzuhauen. Aber ich kann es auch andersrum machen. Ja, keine Ahnung, Mann. Tut das mir leid, dass ich so genervt bin. Ich kann ja nichts dafür, dass jetzt die Ozelots gespawnt sind und die dann einfach so einen Akt dargestellt haben. Schon okay. Und jetzt immer noch so lange weiter wie nötig, aber ich geh schlafen. Ja, ich wollte doch die Ozelots haben. Dann mach das noch und beende das auch. Ich guck mal, ob ich mir eine Katze spawnen kann, ob die auch direkt gezählt ist. Obwohl ich weiß viel nicht, Spaß. Ob das funktioniert. Ich mach einfach. Ja, komm. Wenn ich jetzt eh schon so weit gehe, dass ich mir hier jetzt irgendwie Souls entschiede, machen wir das jetzt einfach so. Also ich verstehe nicht, was sich die Entwickler da denken. Und auch schön Ozelot. Aber dann laufen die einen sofort weg. Und dann kommen die einfach überall runter. Ich meine, was hätte ich denn bauen sollen? Hätte ich einfach sofort ein ganzes Gehege um den Block bauen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass das notwendig ist.
So. Hä? Erstens, warum sind das jetzt zwei? Hä? Warum sind da jetzt mehrere dabei? Warum sind da denn jetzt mehrere dabei? Ich wollte einen Ocelot, warum kommen auf einmal drei? Könnte ich bitte einen Ocelot kriegen? Ja, na also, warum waren das denn jetzt drei? So, mal gucken, ob das jetzt so einfacher geht. Muss man da wirklich zwischendrin warten? Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt ein Ding gegeben und dann kann ich nicht mehr. Okay, ich gehe ganz in die Ecke. Ändere mein Game Mode wieder zu Survival zurück. Läuft natürlich wieder weg. Läuft wieder weg. Jetzt ist er fertig mit weglaufen. Läuft wieder weg. Ja, mehr als zu sneaken mit dem Kabeljau in der Hand kann ich auch nicht machen. Ich weiß wirklich nicht, was die von mir will. Wieder weg. Ich möchte halt auch nicht jetzt mehr hier drin mit Seelsand einbauen und so. Es hört halt auf wegzulaufen. Ich tame die noch. Okay. Wir werden nicht vergessen und ciao.